Oh. Wunderbare, schöne Muni. Na, das sieht ja herrlich aus. Pass auf, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ach. Ja, kuschelt ihr mal. Ringelpiez mit anfassen. Huch. Die Kartoffelstampfer laufen. So, mit dem richtigen Schalter kann man bestimmt was auslösen. Ist mir jetzt aber ziemlich egal. Ja. War wohl der falsche Schalter. Vielleicht hätte ich mit den anderen beiden hier noch irgendwie drankommen können. Weil ich glaube nicht, dass ich da irgendwie so jetzt wieder rauskomme. Ja. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Und wer hat von meinem Schinkenbein abgebissen, das da hinten an der Decke hängt? Und wer hat mein Klo verstopft? Du bestimmt, ja. Darauf gibt's die Höchststrafe. Oh. If you're Jesus and you know it, clap your hands. Oh. Da unten hat auch wieder noch einer rumgezappelt. Ich vermute mal nicht, dass es hier Wind gibt. Oder gibt es hier Wind? Hm. Oink, oink. Rick, Rick. Also die Schweineaufzucht hier in der Hölle, die funktioniert einwandfrei. Und die Tomaten wachsen auch gut. Was für ein Glück, dass da ein Marine kommt, der keinen grünen Daumen hat und somit alles kaputt macht. Alles kaputt machen! Kaputt! Mit O und Doppel-T. Hallo? Na. Ich würde jetzt sagen, geh nach Hause, aber eigentlich bin ich ja in seiner Wohnung sozusagen. Nicht freiwillig, aber... Aua. Ich fühle mich verletzt. Sniff. Hol mal ein Pflaster. Ach, was machst du denn noch da? Ich wollte dem großen Viech jetzt was reinhauen. Das klang doppeldeutig. Ich entschuldige mich dafür. Aha. Blue Skull Key. Dann können wir jetzt durch die Blue Skull Door. Und das hier hat nichts zu bedeuten, okay. Die Fässchen, vielleicht können wir die noch benutzen. Zum Beispiel, wenn diese Idioten sich jetzt hier brav hinstellen. Ja. Gut, die Fässchen lasse ich auch mal wieder stehen, weil ich mit ein bisschen Taktik hier vielleicht... Genau, komm du mal her. Ja, auf, komm, komm, komm. Ach Mist. Ah, hat ja doch noch geklappt. Ist doch schön, wenn man ein bisschen Katzenmaus spielen kann mit den Dämonenfleischklopsen-Dingsbumsen. Warten wir einfach mal, was da so an Gegröße rauskommt. Könnt ihr Türen öffnen? Ich mag es nicht, wie der mich anschaut. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Puh, raus hier. Ja, manchmal ist es doch besser, den Rückwärtsgang einzuschalten. Jetzt, jetzt fliegt er hier an meinem Heck rum. Wohl mal am Hintern schnüffeln, damit er weiß, ob er mich mag.
Du wurdest bedient, aber sowas von. So, Munition. Babum. Stand keiner mehr drin. Schade. Oh. Das Bildnis des großen Ober-Ojos. Schon so eine gelaufen. Wie auf Bestellung. Ja, komm, das nehmen wir mit. Natürlich macht der Bodenschaden. Was haben wir hier? Die BFG. Gut, dann fehlt ja jetzt nur noch die Plasma irgendwie. Und eine Kettensäge, glaube ich. So, warum ist hier dicht? Ah, geht einfach so auf. Das kommt mir auch komisch vor. Aber da an der Wand. Ja, okay. Alles klar. Wieder alles bereinigt. Naja, fast alles. Och, und der Nachzügler wieder. Steif, Loch im Kopf. Knopf im Ohr, ne? Eigentlich normal. Also die Deckenbeleuchtung da oben ist wohl zu hart aufgetreten. Das sind noch keine LEDs, deswegen wird es da wohl so warm. Und deswegen kriegt man da Schaden, wenn man drüber läuft. Aber da sind viel mehr Schalter noch. Okay, das war keiner für mich. Ich muss doch alles ausprobieren. Jawohl. So, und auf der anderen Seite vermutlich das gleiche ganz genau so nochmal. Ja, nein, vielleicht. Und ich wähle wohl die falschen Schalter aus. Naja, war wohl nicht ganz richtig. Jawohl. Doppel-K.O., das mag ich. So, hier gibt's den Red Skull Key. Und warum ist da diese Dämonenfresse neben an der Wand? Wir werden das nie erfahren. Ah, vielleicht weil so einer hier rumläuft. Das wäre natürlich naheliegend. So, Kopf ist geplatzt. Komm doch bitte näher. Weil der Boden, der sieht mir schon wieder so aus, als würde man da Schaden kriegen, vor allem weil da so viele Medipacks rumstehen. Das hat was zu bedeuten. So, mal abspeichern und ausprobieren. Ja, ja, toll. Mist, das hatte ich mir anders gedacht. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Geheimwaffe. So, jetzt knüppeln wir den Burschen einfach mal ins Nirvana. Und dir auch. Und wenn ich dir hinten in dein Popoloch fisten muss. Das war vulgär.
Ich entschuldige mich erneut. Versteckt er sich da einfach zwischendrin. Aber so ein kleiner Meat Boy, na mal ganz ehrlich, ist ja jetzt nicht die Superwache. So. Und hinüber ist es. Tja, das hier scheint der Ausgang zu sein. Level zu Ende, sieht so aus. Ja, natürlich muss wieder noch einer den Moppel machen. Gut. Kein Secret oder so. Sieht nicht so aus. Wunderbar, Unholy Cathedral. Muss dann wohl etwas größer sein, weil so eine Kathedrale ist ja normalerweise nicht klein. Eine Tagung der DVU. Das sind nämlich alle braun. Erstmal schauen, was es hier hinten noch so gibt. Okay, noch mehr Teleporter. Wer macht hier Ronk? Aber ich habe ja im Moment genug Munition, außer hier nur noch eine Rakete, aber die kriegt er mal. So. Immer rein in den Ziegenkörper. Was steht denn da hinten an der Wand? Ey, hier? Ist bestimmt abstrakte Kunst. Ich meine, so in der Hölle, da könnte es ja auf Dauer auch ein bisschen langweilig werden. Da will mir auch ab und zu mal an der Wand vorbeilaufen, wo draufsteht. Dann denkt man sich gleich, oh, da hat sich jemand was dabei gedacht. Oh. Muni und Verwundbarkeit. Und Verwundbarkeit hebe ich wieder auf. Genau da hier, der blinkt. Das hat was zu bedeuten. Oh, jetzt hätte ich gar noch eine Rakete. Oder eine doppelläufige Schrotflinte. Natürlich, die BFG tut's auch. Wunderbar. Ja. Jeder darf mal, es ist kostenlos. Eine Fresse wie ein Lexikon. Aufschlagen, zuschlagen, immer wieder nachschlagen. Bamf. Unf. Ronk. Tja, nehme ich jetzt die BFG oder schieße ich ihn so nieder? Ich glaube, ich schieße ihn so nieder. Ups. Und teleportiere mich unvorhergesehenerweise. Doch nicht, Mist. Tja. Also lande ich auch wieder nur in der Mitte. Und hier geht an den Seiten nichts auf. Ich muss wohl von innen rauskommen, dass sich diese... Also deine Mitte sind ja diese Säulen gewesen quasi, wo da diese Höllenbarone rausgekommen sind. Und da muss ich wohl, ja, von innen rauskommen und es dann antriggern. Und dann öffnet sich da wohl das nächste Abteil. Hmm.
Das ist mein Erzfeind Auerboden, der fünfte. Ich weiß auch nicht, ob es das bringt, da reinzugehen. Bring mich nicht aus dem Konzept. Kleine Rostbratwurst, du. Ah. Ich habe wohl etwas geöffnet. Muss auch mal wieder Luft holen, Mensch. Gute Güte. Immer in die Front. Hier ist Blinky, mein Freund. So. Durch den Nacktscanner sind wir durch. Leute, ihr seid keine Challenge, ihr seid nur nervig. Was macht hier Bubblu? Habe ich irgendeine Tür geöffnet? Chain Gun? Der blaue Schlüssel? Da ist ein Schalter an der Wand. Was hat er ausgelöst? Hier nichts? Da sind noch mehr Schalter an der Wand, glaube ich. Ah. Ah, da gibt's Kram. Wunderbar. Ich glaube, in Amerika gab's oder gibt's wirklich auch einen Müsli-Riegel, der wunderbar heißt, weil ein Candy-Bar ist ja halt so ein Süßigkeiten-Riegel und dann haben die den wunderbar rausgemacht. So. Teleporter nach hier hinten. Ja, super, das hat die Welt noch gebraucht. Och, och, och. Mehr sage ich da gar nicht mehr. Mit 5 Raketen immer noch nicht die Schnauze voll gehabt. So ein kleiner Drecksack. So, aber hier, hatte ich den schon aktiviert? Ich glaube nicht, nein. So. Ja, und der letzte Schalter, den man drückt, ist der, der am wichtigsten ist, oder wie? Jawolle. Gut, und dann müssen wir jetzt nur noch uns so eine blaue Tür suchen. Tja, hier waren wir schon. Ah, hier waren wir noch nicht. War dumm? War dumm? Okay, also dieses Viech ist auch wirklich ein Blaublüter. Man sollte ihm ein kleines Krönchen irgendwie so aus Karotten geschnitzt auf das Haupt setzen. Da fällt mir auf, ich habe hier jetzt noch nicht vornehmen gesprochen in diesem Teil. Das werde ich sofort in Angriff nehmen. Oh mei, oh weh, das bissige rosane Gestüt naht, um mir Ungemach zu bringen. Für wahr, das mag mich nicht erquicken. Drum werde ich sie mit meiner Flinte ficken. Der Piep! Endlich die Plasma. Das macht die Tür wieder offen. Gut im Deutsch. Hier ist immer noch nicht offen.
Lasse ich mir das egal sein oder lasse ich das nicht? Gute Frage. Blinky. So, dann hier nochmal rum. Ja, und da ist die blaue Tür. Schön, schön.